Ja, wir waren heute auf der Straße und haben ein Theaterstück vorgeführt, um darauf aufmerksam zu machen, dass Kassel einer der größten Rüstungsproduktionsstandorte in Deutschland ist. Hier werden Waffen produziert, die in alle Welt gehen, die in die Türkei gehen, die nach Syrien gehen und nach Afghanistan und dort gegen Befreiungskämpfer eingesetzt werden. Wir fordern, dass es aufhört, wir fordern einen Waffenexportstopp und wollen, dass das Geld anderweitig eingesetzt wird. Gleichzeitig wollen wir keine Arbeitsplätze aufs Spiel setzen. Ich finde es gerade wichtig, dass jetzt zur Documenta, die gerade in Kassel stattfindet, dass die Touristen, die hier hinkommen, Kassel nicht nur als eine heile Weltstadt erleben, wo sie sich Kunst anschauen können, sondern dass ihnen bewusst ist, dass sie in eine Stadt kommen, wo so viel Rüstungsproduktion geschieht und wo Panzer gebaut werden und Waffen gebaut werden, die in alle Welt verschickt werden. Und ich denke auch, dass das Geld sehr viel sinnvoller eingesetzt werden könnte für Dinge, die wir sehr viel dringender brauchen, wie einen besseren Nahverkehr, wie Geld, das man in Bildung stecken kann und in die maroden Schulen und auch für bezahlbaren Wohnraum. Hallo zusammen, hier möchte ich ein Thema ansprechen, das gehofft uns die Suche auch Deutschland geht. Ich weiß und ihr wisst, viele Deutsche Verständnis gegenüber dieser Lage und bezüglich, dass sie Flüchtlingsströme haben. Aber heute möchte ich meine Wut in diejenigen richten, die von uns Angst haben und unterschocken sind. Ich möchte denn sagen, wir sind von dem Tod, Terrorismus, Freiheit, Unterdrückung und Sicherheit geflüchtet. Wir sind nicht mit unseren Wählern aus verschärftem Grund oder persönlichem Grund hier gelandet, sondern wir wurden gezwungen, in diesen Weg oder dieses neue Leben zu gehen. Viele von euch haben den Krieg erlebt und ihr wisst, wie schrecklich der Krieg ist. Ich bitte euch deswegen, euch vorzustellen, wie viel Teil in großem sein Land sein Auge zerstört wurde. Und ich stehe davon machtlos. Ja. Wir waren mit unserem Leben ganz zufrieden. Aber ist so.